Bei den Fotos könnten wir noch gucken, ob wir es rausretuschieren. Die Filmaufnahmen werden so gemacht, dass sie meistens von hinten kommen. Also man sieht die Gesichter nicht. Letztendlich wäre es natürlich schön, wenn wir Filmaufnahmen kriegen können, wenn Tone da. Ich bin live. Also dann fange ich jetzt auch für das Publikum außerhalb dieses Saales hier im Kufa-Raum, im Kufa-Saal in Braunschweig am Westbahnhof 13 nochmal an. Herzlich willkommen zu unserem Vortrag aus der Vortragsreihe Industriekultur in Wort und Bild, Industriekultur im westlichen Ringgebiet. Und zwar haben wir zwei solcher Vorträge im westlichen Ringgebiet, jetzt einen schon gemacht und einen von heute. Beide Vorträge sind gefördert aus dem Innovationsfonds oder aus dem Fonds hier aus dem westlichen Ringgebiet. Und da sind wir sehr dankbar drüber, weil wir damit eben auch dieses Format das erste Mal in eine in einen Livestream ins YouTube und auch hier präsent vor Ort überhaupt finanziert bekommen haben und damit dieses Format auch umsetzen konnten. Ich freue mich ganz doll, dass sich heute Dr. Arndt Gutzeit hier bei uns auf der Bühne befindet und dass Dr. Arndt Gutzeit heute etwas über, ja, was hast du gesagt, 150 Jahre Aktivitäten hier rund um den Westbahnhof erzählen wird. Dr. Gutzeit ist 1943 in Königsberg geboren, ist also nicht mehr der Jüngste, hat eine ganze Menge Lebenserfahrung, hat Medizin studiert, daher auch den Doktortitel, war tätig in eigener Augenpraxis, das heißt, die Bilder, die wir gleich sehen, sind augenschonend und auch geeignet für Leser, die jetzt vielleicht auch in der Augenpraxis mal gewesen sind. Und seit 2016 ist er Privatier. Seitdem ist er ehrenamtlich unterwegs im Braunschweiger Forum und jetzt auch bei uns in der Industriekultur. Er macht etwas mit der Zeitschiene. Das Braunschweiger Forum hat jetzt im letzten Jahr für 40 Jahre Tätigkeit eine Medaille bekommen, nämlich die Bürgermedaille hier in der Stadt Braunschweig verliehen bekommen. Und Dr. Arndt Gutzeit ist einer von den fast Gründungsmitgliedern, also sehr lange schon dabei. Wir haben uns kennengelernt, also mit den Kindern war ich ja auch bei dir, aber wir haben uns kennengelernt mit Willi Meister, der hat mich mal mitgeschleppt, als ich aufgehört habe zu arbeiten, in eine Gruppe, die sich mit dem Ringdress beschäftigt. Und seitdem sind wir zu dem Thema Industriekultur sehr unterwegs. Mein Name ist Horst Splett. Ich bin der Sprecher der Arbeitsgruppe Industriekultur in der Braunschweigischen Landschaft, aber auch der Sprecher des Arbeitskreises Industriekultur hier in Braunschweig im westlichen Ringgebiet. Was wir Ihnen jetzt heute zeigen wollen, sind einmal die Impressionen, die Informationen zu dem Westbahnhof. Das macht der Dr. Arndt Gutzeit. Und ich versuche jetzt gerade mal nochmal weiterzuschalten. Das Thema Industriekultur wollen wir so ein bisschen in der Region Braunschweig, im Braunschweiger Land, so oft zeigen, dass es erlebbar wird und wieder erlebbar wird. Wir haben jetzt beim letzten Vortrag vor etwa einem Monat etwas über die Hugo-Luther-Werke gehört. Und die Resonanz daraus war eben, ja, toll, was wir hier in der Gegend so hatten. Was haben die denn alles gebaut? Auch das haben die auch gemacht. Und genau diese Erinnerungsdinge wollen wir wecken. Wir wollen aber auch zeigen, dass es eben in dieser Region ganz viel Industrie schon früher gab und die Auswirkungen auch auf die Gesellschaft und auf die Politik. Dazu möchte ich Ihnen jetzt ganz kurz einen kurzen Film zeigen. Oh, der ist jetzt schon ein Stück weiter gelaufen. Fangen wir vorne an. Genießen Sie es. Die Arbeitsgruppe Industriekultur verbindet Menschen und ihre Lebensgeschichten, Themen und Orte und alle Akteure, die sich zu diesem Thema in der Region engagieren. Die Arbeitsgruppe Industriekultur verbindet dabei auch
die Vergangenheit mit der Gegenwart und der Zukunft, weil wir natürlich nicht nur die Vergangenheit entstauben wollen, sondern wir wollen auch einen Blick darauf werfen, was Industrie für Auswirkungen auf die Gesellschaft hat, auf die Architektur, auf die Landschaft, auf die Lebensumstände. Und das wollen wir in neuartigen Formaten zu sehr kreativen Bildungserlebnissen umbauen. Ja, was Sie da gerade gesehen haben, das ist alles aus dem Braunschweiger Land gewesen. Wir waren im letzten Jahr ein wenig filmen im Umfeld, wir haben einige Dinge gesehen. Also auch bei uns gibt es große Bagger, die sind aus Schöning, aus der Braunkohle. Bei uns gibt es diesen Wasserturm, der ist aus Ilsede, bei uns gibt es Salz, das ist aus Salzgitterbad, da liegt ein Riesenklumpen Salz unter diesem Salzgitterbad. Bei uns gibt es Industrie und Industriekultur pur. Und wir wollen aufzeigen, wo wir das finden und mit verschiedenen Aktionen eben auch zeigen, was man dabei erleben kann. Dazu machen wir von der AG Industriekultur auch Führungen. Beispielsweise werden wir in diesem Jahr den Schacht Konrad mehrfach, also Salzgitter im Umfeld Schacht Konrad, mehrfach mit einer Führung besuchen und auch eine Führung auf der Schachtanlage selber haben. Wir werden wieder mit dem Fahrrad um die Braunkohlegrube fahren. Das ist eine sehr schöne Tour, weil da auch eben eine ganze Menge gezeigt wird, wie sich das verändert hat in der Natur, wie sich die Welt drumherum verändert hat. Wir werden hier in Braunschweig einige Veranstaltungen machen. Wenn Sie Interesse haben, an einer dieser Veranstaltungen teilzunehmen, schauen Sie bitte auf industriekulturlandschaft.de. Da werden Sie immer wieder Informationen dazu finden. Industriekulturlandschaft ist auch etwas, was man auf YouTube findet. Dieser Tag heute wird dort jetzt gerade live gestreamt und auch der Vortrag wird dauerhaft da stehen bleiben. Und Industriekulturlandschaft kriegt man auch auf Instagram. Einfach mal reinschauen. Das soll genug Werbeblock für die Industriekultur im breiteren Sinne sein. Jetzt ein Werbeblock für was gibt es im wilden Westen Braunschweigs? Lieber Arndt, ist jetzt dein Part. Bitte. Lieber Horst, vielen Dank für die nette Einführung. Ich bin besonders dankbar auch, dass du mir hier auf dem Bild schon einen meiner Patienten hingestellt hast mit einem weißen Blindenstock, der auf Industrie in Wort und Bild hinweist. Ich wollte jetzt hier am Westbahnhofgelände Ihnen neben der Industriekultur, aber auch Aspekte der Eisenbahnkultur und auch der Stadtgeschichte zeigen, weil auf diesem Westbahnhofgelände gibt es auf Schritt und Tritt ganz, ganz viele Sachen. Und ich will so wie eine Art Fremdenführer Sie ein bisschen über das Gelände begleiten und auf die eine oder andere Sache hinweisen. Am Anfang jedes Vortrags gibt es immer so Hinweise zu den Urheber- und Bildrechten und dass wir auch an den Bildern immer einen Autor, wer dieses Foto gemacht hat, angefügt haben, das ist klar und ist nötig wegen des Paragraph 51 vom Urhebergesetz. Wenn man einen Rundgang am Westbahnhof macht, dann findet man Aspekte der Stadtgeschichte, der Eisenbahngeschichte und der Industriegeschichte. Und Sie sehen hier schon auf dem Bild, was übervoll ist, das habe ich extra mal so voll gemacht, dass es da eine Vielfalt von Sachen gibt. Ich gehe jetzt hier nicht ins Einzelne, sondern das kommt im Laufe des Vortrages alles vor. Ich habe für einen Rundgang, den ich auch im Laufe des Jahres noch zweimal machen werde, ein Konzept entwickelt mit 21 oder 22 Punkten, wo man besonders Aspekte der Eisenbahngeschichte sehen kann. Heute im Vortrag werde ich aber das Thema Industriegeschichte mehr in den Mittelpunkt rücken. Ich fange jetzt aber an, erstmal, weil es das älteste Relikt ist, mit der Stadtgeschichte. Hier am Westbahnhof ist
gleich nebenan, ungefähr 200 Meter von diesem Haus, wo wir drin sind, entfernt, der Jödebrunnen. Der Jödebrunnen, der wurde 1345 erstmals urkundlich erwähnt. Man muss aber davon ausgehen, dass er vielleicht schon aus dem 13. oder 12. Jahrhundert stammt. Es war eine der Quellen, aus der die Stadt Trinkwasser bekam. Und vom Jödebrunnen ging eine etwa 2 Kilometer lange Wasserleitung bis in das Herz der Stadt. Wir haben die alten antiken Wasserleitungen bestanden aus Holzstücken. Das waren in der Regel Eichenholzstücke von etwa 1 bis 2 Meter Länge, die in der Mitte ausgehöhlt waren mit einem Loch, was auch zum Teil durchgebrannt war. Und diese Holzstücke wurden verbunden mit kleinen Kupferrohren. Kupfer hatte man schon, aber Kupfer war derart teuer, dass man sich nicht leisten konnte, aus Kupfer 2 Kilometer eine Wasserleitung zu bauen. Holz war viel preiswerter und deswegen hat man diese Holzstücke in der Hauptsache genommen. Und das sind sogenannte Piepen. Und es gab hier auf der Karte, sieht man es, hier unten den Jödebrunnen und von dort aus die Piepenleitung, die zum Hohen Tor geht. Das ist ungefähr die Stelle, wo der Madammenweg über die Hohe Torbrücke kommt. Und dann geht es von dort aus weiter zum Altstadtmarkt. Hier sehen wir noch die Breuzimmer Straße und hier etwa, das entspricht der Blumenstraße. Auf dem Altstadtmarkt steht, wie Sie wissen, der Marienbrunnen. Und dieser Marienbrunnen steht dort schon seit 1408. Und dieser Brunnen wurde vom Jödebrunnen, also hier gleich neben dem Kuferhaus, gespeist. Nebenbei wurde auch noch der Brunnen am Kohlmarkt gespeist mit einer weiteren kleinen Piepenleitung. Was an diesem Brunnen besonders ist, sind diese Aufschriften. Und zwar deswegen besonders, weil das die ersten Bleilettern sind, die es überhaupt nach meinem Wissen gab. Denn Gutenberg hat erst gut 50 Jahre später Bleilettern zum Buchdruck verwendet. Hier 1404 waren schon einzelne Bleilettern an dem Brunnen angebracht und haben hier eine Aufschrift gemacht. Das ist etwas Besonderes. Wir können diese Originalschale, der Brunnen ist ja leider im Krieg 1944 bei dem großen Angriff im Oktober eingeschmolzen zum großen Teil. Ein Teil der untersten Schüssel ist gerettet und ist im Städtischen Museum am Altstadtmarkt zu sehen. Der Brunnen ist dann nachgegossen worden mit Hilfe der MIAG. Gleich 1945, man hat also auch schon kurz nach dem Krieg wieder angefangen, die alte Geschichte wieder zu erzählen. Und jetzt gehe ich mal hier weiter. Hier sieht man die Gutenberg-Bibel in einer Abbildung von 1454, also 50 Jahre später erst, hat Gutenberg Bleilettern zum Buchdruck eingesetzt, was natürlich eine Revolution war zu der Zeit. Das war der Aspekt der Stadtgeschichte hier am Westbahnhof und das ist schon eben vor 700 Jahren gewesen, das älteste Relikt, was wir hier am Westbahnhof haben. Jetzt zur Eisenbahngeschichte. Der Westbahnhof, wie er sich jetzt auch darstellt, hier ein Bild von vor 3 Jahren, mit den ehemaligen Gleisen und zwischen den Gleisen die Asphaltschicht, wo der Radfahrer sich bewegt. Dann sehen wir hier noch die alte Drehscheibe, nicht an ihrem ursprünglichen Standort, darauf komme ich nachher nochmal zu sprechen. Aber man kann ja noch erkennen, dass es ein ehemaliges Bahngelände ist. 50 Jahre zuvor sah das so aus. Der Westbahnhof war einer der wichtigsten oder überhaupt der wichtigste Rangierbahnhof der Stadt. Und zwar war es ja so, dass 1838 hier in Braunschweig die Eisenbahn eingeführt wurde. Und zwar vom alten Bahnhof am Friedrich-Wilhelm-Platz, das Gebäude kennen Sie,
gab es eine ungefähr 12, 13 Kilometer lange Strecke nach Wolfenbüttel. Und rund um das Bahnhofsgelände sind dort nach und nach Industrieansiedlungen passiert. Aber der Platz war sehr beengt und nach etwa 20 Jahren gab es keine Möglichkeiten, dort mehr Industrie anzusiedeln. Da gab es dann erste Überlegungen, dass man im Westen der Stadt ein Industriegleis schafft, um dort weiteren Firmen noch Ansiedlungen zu ermöglichen. Etwa 1860, Ende der 1860er Jahre, war der braunschweigische Staat wegen der Eisenbahnpleite, die ganze Eisenbahninvestition hat sehr viel Geld gekostet und das Herzogtum musste sich schweren Herzens von der Eisenbahn trennen und hat es einem Bankenkonsortium in Darmstadt übergeben und hat dann in Form von einer Aktiengesellschaft statt der Braunschweigischen Staatseisenbahn hieß es Braunschweigische Eisenbahngesellschaft. Mit dem Verkauf der Eisenbahn an diese Gesellschaft und Umwandlung in eine Aktiengesellschaft war dem Braunschweiger Staat, dem Herzogtum, ein sehr stark verwehrt, sich weiter dafür einzusetzen, wo und welche Strecken gebaut werden sollten. Nach und nach hat der Staat Preußen dann diese Aktien aufgekauft und dann hatte Preußen das Sagen und die haben natürlich erstmal ihre eigenen Interessen versehen und die Interessen des Herzogtums Braunschweig war ihnen weitgehend egal. Da ist dann meines Wissens nur noch die Strecke nach Gifhorn während der Zeit gebaut worden. Diesen Missstand haben Industrielle hier in Braunschweig gesehen und haben dann selbst nochmal Geld gesammelt und haben nochmal eine Eisenbahn gegründet, 1884. Das ist die Braunschweigische Landeseisenbahn. Und diese Eisenbahngesellschaft hat dann 1886 eine Strecke vom Nordbahnhof bis zum Westbahnhof und von dort hinaus bis nach Derneburg im Salzgittergebiet gebaut. Und dieses industrielle Gleis, das war praktisch vor den Toren der Stadt in einem leeren Raum, wo Kornfelder waren. An dieser Stelle gab es dann jede Menge Platz für Neuansiedlungen von Industrien und Lagerhöfen. Und da war der Westbahnhof der wichtigste Rangierbahnhof. Man bekam die Waggons von der Staatsbahn oder von der Braunschweigischen Eisenbahngesellschaft überstellt. Die waren am Rüninger Feld, das ist ungefähr da, wo jetzt die Otto-von-Guericke-Straße ist, das Realgelände. Von dort aus gab es ein Gleis hier rüber zum Westbahnhof. Aber hier am Westbahnhof mussten die Wagen erstmal in eine Reihung gebracht werden, dass man sie dann nach und nach bei den einzelnen Betrieben abgeben konnte. Und deswegen wurde hier 18 Stunden am Tag rangiert, solange es hell war. Und etwa 50% der Fracht, die in Braunschweig ankam, ging hier alles über den Westbahnhof. Und deswegen möchte ich ein ganz bisschen was erzählen zum Rangieren. Was braucht man beim Rangieren? Man braucht erstmal eine Einfahrgruppe, wo die Wagen aufgestellt sind, die zum Rangieren bereit sind. Und dann braucht man einen Hügel, einen Berg, den sogenannten Ablaufberg, der etwa hier ist. Und dann mussten die Weichen so gestellt werden, dass die einzelnen Wagen in die verschiedenen Gleise, die sogenannten Richtungsgleise, fahren konnten. Am Westbahnhof praktisch, erstmal in einem Schema, sieht das eben so aus. Die Lokomotive steht hier und schiebt den Zug einen Berg hinauf. Da ist jemand, der koppelt die Wagen ab und dann rollen die Wagen durch die Schwerkraft den Berg hinunter. Und wenn man es hier unten sieht, hier wird abgekoppelt, hier ist der Wagen und der wird dann in eins von diesen Gleisen geführt. Und dann kann man eben die Züge neu zusammenstellen und geordnet übergeben. Was braucht man neben dem Berg noch und einer Lokomotive und den Wagen selbst? Wir sehen also jetzt hier den Ablaufberg des Westbahnhofs. Der Schatten ist von der Graffiti-Brücke unter der Münchenstraße. Wenn Sie dort den Ringgleisweg fahren, dann sehen Sie, wenn Sie über die Breuzimmer Straße rübergekommen ist, einen leichten Anstieg
Und da ist dann hier etwa die Kuppe des Rangierberges. Und von dort aus lief es dann runter. Oben auf der Kuppe des Berges steht das sogenannte Abdrücksignal. Durch die Stellung dieses Zeigers vor der Scheibe wurde dem Lokführer gesagt, wie schnell er die Wagen runterschieben soll. Langsam abdrücken, schnell abdrücken oder überhaupt nicht abdrücken. Man hatte ja noch keine Handys oder Funkverbindungen, man musste alles mit optischen Signalen machen. Dann brauchte man unten bei den Richtungsgleisen eben Weichensteller. Hier am Westbahnhof war es bis in die 70er Jahre so, dass jedes Gleis einzeln mit einer Weiche von Hand gestellt werden musste. Erst 1970 etwa ist ein kleines Stellwerk hier aufgebaut worden. Dann braucht man muss ja die Wagen, die da runterrollen, auch wieder abbremsen. Dazu braucht man Hemmschuhe. Und man braucht, falls die Hemmschuhe nicht geholfen haben und der Wagen noch weiter rollt, einen Prellbock, damit der Wagen nicht auf die Hugo-Luther-Straße runtersaust. Dieser Prellbock ist so geartet, dass er auf der Schiene schleifend aufgeschraubt ist, sodass eine große Reibung da ist. Er ist aber grundsätzlich von einem Wagen doch verschiebbar und kann so die Wucht eines noch fahrenden Wagens aufnehmen. Und wenn das mal passiert ist, ist hier ein kleiner Haken. Da kann man dann mit einer Lokomotive den Prellbock wieder in die alte Situation zurückfahren. Das sind die Dinge, die wir beim Rangieren brauchen. Ich komme jetzt zum dritten Teil, dem wesentlichen Teil meines Vortrages zur Industriegeschichte. Hier ein Bild von der Braunschweiger Turn- und Sportgerätefabrik an der Hildesheimer Straße, die bis 1993 die Braunschweiger Turngeräte produziert hat und bundesweit verkauft hat in großen Stückzahlen. Es gab dann aber ausländische Konkurrenz und leider hat die Firma das nicht überlebt und musste abgewickelt werden. Ich möchte die Industriegeschichte hier einmal schildern an einem Gebäude an der Blumenstraße. Das ist das Gebäude vom Deutschen Blechwarenwerk, Blumenstraße 36. Dieses Gebäude ist 1892 von Gustav Hammer, einem Maschinenfabrikanten, neu aufgebaut worden, weil das Gebäude, was da vorher stand, abgebrannt war. Und er hat einen wirklich schönen Bau hingestellt, der auch heute noch sehenswert ist. Hammer produzierte Waren, Apparate für die Fleischindustrie und auch für die Zuckerindustrie, baute auch ganze Anlagen für Zuckerfabriken und auch für die Konservenfabriken, Dosenverschlussmaschinen und so weiter und so weiter. 1898 hat er sich mit Robert Karges zu Karges Hammer verbunden, zu einer Firma, und bald wurde das Gebäude an der Blumenstraße zu klein und die Firma musste umziehen an die Frankfurter Straße. Das Gebäude stand da, wo jetzt der große Baumarkt ist. Und 1912 wurde die Firma geschluckt von Bremer und Brückmann, einer anderen, auch im gleichen Gewerbe tätigen Firma. Natürlich während des Krieges wurden Rüstungsgüter dort produziert. Nach dem Krieg kam eine Göppinger Firma und hat die Firma geschluckt und irgendwann, kurz vor der Jahrtausendwende 1898, ging die Firma in Konkurs. Es besteht aber heute noch, weil diese Maschinen sehr langlebig sind, ein Ersatzteilservice von einer Firma Maiko Engineering in Bienrode hier in Braunschweig. Die haben mir hier auch unten diese Fotos zur Verfügung gestellt. Nachdem Karges Hammer ausgezogen war, zog das Deutsche Blechwarenwerk dort ein, was ein Jahr zuvor gegründet war. Und dieses wurde von Schmalbach übernommen und nach dem Kriege 1948 wurde die Produktion dann an die Hamburger Straße verlagert, wo Schmalbach da das große Zentrum hatte. Und 1997 wurde der Standort Braunschweig aufgegeben von Schmalbach-Lubeka, wie es da hieß.
Und die Firma ist dann also hier nicht mehr ansässig. Dort wurden große Blechschilder produziert, wie ich hier beispielhaft an dem Schild von Büssing und Miag zeigen möchte. Als drittes kam in das Gebäude an der Blumenstraße 1955 eine pharmazeutische Firma, die früher in Halberstadt gesessen hat, die Richard Kehr AG und Co. GmbH. Diese Firma hat fast 40 Jahre dort in dem Gebäude an der Blumenstraße gesessen und die Präparate an die Apotheken verteilt. Dann wurde das Ganze ihnen zu klein. Sie haben jetzt an der Sudetenstraße einen riesigen Neubau geschaffen, was ich hier mal im Bild Ihnen zeige, wie man es von der Sudetenstraße aus sieht. Dieses Gebäude hat auf der rechten Seite so eine Rundung und wenn man um das Haus herumgeht, ich weiß gar nicht, ich habe das hier aus dem Internet runtergeladen, habe nur die Erlaubnis mir geholt von der Richard Kehr AG, ist es ein wunderschönes neues Industriegebäude mit diesem Bogen. Ich bin aber selbst an dem Standort, von wo dieses Foto geschossen worden ist, noch nicht gewesen. Ich weiß nicht, da muss man, glaube ich, auf das Werksgelände kommen, was durchaus durch den Zaun natürlich bewehrt ist. Und als dann Kehr herausging, 1994 stand das Gebäude erstmal eine Zeit lang still, aber 3 Jahre später ist die Hochschule für Bildende Künste dort mit einem Teil ihrer Sachen eingezogen, Ateliers und Studentenausbildung. Diese Kunsthochschule will ich auch kurz die Geschichte erzählen, 1790 gegründet als Waisenhauszeichenschule, später Zeicheninstitut des Gewerbevereins, Gewerbeschule, Handwerks- und Kunstgewerbeschule. Der Name hat mehrfach gewechselt, auch schon in der Zeit, an die ich mich erinnern kann. Und schließlich 1952, den Namen Werkkunstschule kenne ich immer noch, aber seit 1963 heißt es jetzt Hochschule für Bildende Künste und ist eben den Universitäten auch gleichgestellt. 1997 übernahm also die HBK dieses Gebäude. Ich habe hier rechts nochmal diese wunderbare Lichtskulptur von Walter Dexel aufgeführt, die vor dem Verwaltungsgebäude am Pippelweg steht und leider ist im Augenblick nicht zu sehen. Die ist gerade in Restauro, wie man in Italien sagt, die wird überarbeitet. Sie sehen ja hier auf dem Foto auch, dass die Metallteile angerostet waren und man wird wahrscheinlich ein neues Metall, eine Skulptur schaffen, um diese Skulptur auch wieder aufzustellen. Also noch einmal zum Gebäude an der Blumenstraße. Zunächst Gustav Hammer, dann das Deutsche Blechwarenwerk, dann Richard Kehr und dann schließlich jetzt die HBK. Ich will ein zweites Beispiel geben für eine industrielle Ansiedlung hier am Westbahnhof, die Holzhandlung und Speicherei Brachvogel, Friedrich Brachvogel. 1864 in der Stadt an der Beckenwerker Straße gegründet, zog die Firma unter Leitung des Sohnes von Friedrich Brachvogel 1886 an den Westbahnhof, also gleich in dem Jahr, als hier überhaupt das industrielle Gleis angelegt war. Der Grund war, dass man ein wesentlich größeres Gelände bekommen konnte und eben den Gleisanschluss hatte. Brachvogel handelte mit Holzern aus verschiedenen Weltgegenden und betrieb nebenbei, seitdem er umgezogen war, an den Westbahnhof auch eine Speicherei oder eine Lagerei. Und diese Firma hat knapp 90 Jahre existiert und ist erst nach dem Tod des letzten Geschäftsführers und Besitzers Hugo Brachvogel 1953 liquidiert worden. Dann gab es eine Erbengesellschaft, die bis vor 3 Jahren existiert hat. Und von dieser Erbengesellschaft wurde auch der Grund und Boden gekauft, auf dem jetzt hier die Kufa-Halle steht, wo sie drin sitzen. Hier ein Briefkopf aus dem Jahre 1932.
Sie können das sicher alle nicht lesen, deswegen habe ich es unten nochmal aufgeführt. Da machten sie also Reklame, eine Speicherei mit einer Grundfläche von 40.000 Quadratmetern und sie hatten 4 Anschlussgleise zum Güterbahnhof. Und ich möchte Ihnen jetzt noch einmal sehen, wie dort der Lade- und Abladeverkehr von der Firma Brachvogel funktionierte. Die Halle von der Südseite sah so aus, dass das Gebäude eine Rundung hatte. Wir befinden uns etwa hier auf der Bühne, auf dem Bereich, wo diese Rundung war. Und in diese Rundung war eingepasst die Drehscheibe, die ich Ihnen auf einem früheren Bild schon gezeigt habe. Das ist hier also der ursprüngliche Standort der Drehscheibe, die wir jetzt unterhalb der Fußgängerbrücke am Westbahnhof sehen. Warum war das so? Warum hat das Gebäude hier eine Krümmung gekriegt? Das liegt daran, dass man die Drehscheibe eben um 3,50 Meter noch in Richtung Haus verlegen konnte. Dadurch konnte das Gleis, was hier entlang am Haus verlegt war, wesentlich näher am Haus stehen und man konnte über eine Rampe den Ladeverkehr machen. Und da gab es so einen Kreislauf. Es gab ein Gleis, wo die Wagen reingeschoben wurden, dann zu einer ersten Drehscheibe und dann wurden sie quergestellt, dann fuhren sie hier eben an dieser Halle entlang. Hier war die Ladeluke, hier wurde entladen und wenn der Wagen leer war oder wenn er frisch beladen war, kam er auf die zweite Drehscheibe, wurde um 90 Grad gedreht und fuhr hier wieder heraus. Das ist also etwa wie ein Blutkreislauf, das immer von einer Seite immer weiter gepumpt wird und nicht irgendwie ein Wagen reingefahren werden musste und auch wieder rausgefahren werden musste, weil das viel zu lange dauern würde. So hatte also Brachvogel seinen Ladeverkehr organisiert. Ich habe aber diese Firma auch ausgewählt wegen eines Juwels, was wir hier in der Nähe des Westbahnhofs stehen haben. Friedrich Brachvogels Sohn Karl hat sich 1899 ein kleines Kontorhaus neben dem Jödebrunnen, den ich anfangs schon erwähnt habe, hingestellt, um fernab vom Krach der Eisenbahnanlagen in Ruhe seine Abrechnungen zu machen, um Kunden zu empfangen und seine Lieferanten zu empfangen und seine Geschäfte zu betreiben. Und dieses Kontorhaus hat zum Glück den Krieg überdauert, war bis etwa 1990 auch noch bewohnt. Dann starb der letzte Bewohner, nachdem er nun nicht mehr da war, verfiel dieses Haus, das Dach war defekt und es sah doch sehr, sehr ärmlich aus. Dann hat sich aber ein Verein gefunden, der Kontorhaus e.V., und sich der Sache auch mit Förderung vom Denkmalamt der Stadt Braunschweig unter dem damaligen obersten Denkmalpfleger Udo Gebauer gefunden, um dieses Haus einer neuen Nutzung zuzuführen. Und die haben auch viel Geld gesammelt und inzwischen ist das Haus sehr, sehr schön renoviert. Und kurz vor den Sommerferien sagte mir Frau Ostermann, die sich in dem Verein um das Haus kümmert, oder kurz nach den Sommerferien soll es also feierlich eröffnet werden. An dieser Stelle sollen zum Beispiel Dichterlesungen stattfinden, kleine Konzerte oder solcherlei. Und an die Industriegeschichte von Braunschweig auch erinnern. Jetzt komme ich zum vierten Teil meines Vortrages, der Umwandlung, das schlägt also jetzt die Brücke in die heutige Zeit, die Umwandlung des ehemaligen Westbahnhofs, des Bahngeländes zu einem Freizeitpark, wie Sie ihn heute sehen. 1984 gab es im westlichen Ringgebiet ein erstes Sanierungsprogramm. Dazu muss man sagen, dass das westliche Ringgebiet ein stark benachteiligter Stadtteil war, gegenüber im Vergleich auch zum östlichen Ringgebiet ganz besonders. Es war also immer ein Arbeiterquartier. Es war ja auch geschaffen worden, um den Arbeitenden hier in den Betrieben Wohnraum zu geben. Und das war einfach
so, dass man einfach nur Häuser hingebaut hat. Man hat sich aber sonst um diese Leute nicht so gekümmert. Es gab auch zum Teil keine Badezimmer. Einmal konnten sie sich leisten, wöchentlich zu duschen in dem Duschbad an der Ferdinandstraße. Und das Klo war entweder über einen Hof oder auf halber Treppe. Und 1986 hat man angefangen, mit einem gesunde Städteprogramm hier erste Sanierungen zu machen. Gesundheit wurde damals so verstanden und definiert, dass es nicht nur die Abwesenheit von Krankheiten war, sondern Gesundheit bedeutet auch, dass man in einem gesunden Umfeld wohnt, in dem man sich wohlfühlt. Also man muss nicht frei von Husten und Schnupfen oder so etwas sein, um sich als gesund zu erklären. Man kann auch körperlich gesund sein und trotzdem unglücklich. Und dafür war dieses gesunde Städteprogramm aufgelegt. Anfangs der 90er Jahre wurde der Eisenbahnverkehr stillgelegt. Und dann entstand also eine Eisenbahnbrache. Und dann kamen natürlich erstmal die Brombeeren und dann kamen die Birken und alles war wie bei Dornröschen verwuchert. Und dann gab es Interessen von Anliegern, Teile von diesem Gleisbereich aufzukaufen. Da war die Freie Kirche oben hinter der Hoffmann-von-Fallersleben-Schule, die suchte Parkplätze, weil die Baptisten lebten verstreut über das ganze Stadtgebiet und viele kamen zum sonntaglichen Gottesdienst mit dem Auto und da brauchte man Parkplätze. Und die Bahn dachte auch, das ist ja lukrativ, dann können wir unser Gleis nach und nach verkaufen und ein bisschen Geld in die Kasse spülen. Und das hatten wir vom Braunschweiger Forum mitbekommen und haben eine Unterschriftensammlung gestartet 1995, haben über 1000 Unterschriften sammeln können und dem damaligen Oberbürgermeister Werner Steffens während einer Ratssitzung übergeben können. Der hat auch recht schnell reagiert und hat ein Verkaufsverbot erlassen und sich selbst der Stadt ein Vorkaufsrecht dieser Bahntrasse eingeräumt. Durch diese Aktion ist der Gleisweg erstmal gerettet worden. Nach und nach hat die Stadt dann immer in Teilstücken das Gelände von der Bahn abgekauft und langsam den Ringgleisweg angefangen zu denken, zu planen. Einen großen Schub hat das Ringgleisprojekt bekommen durch den sogenannten Masterplan im Jahre 2011. Damals war die Situation so, dass der Oberbürgermeister Hoffmann das nächste Mal nicht mehr kandidieren wollte und hatte einen Nachfolger namens Stegemann aufgebaut. Und um ihm die Chancen für das Oberbürgermeisteramt zu steigern, hatte man gesagt, ach, das ist ein ganz gutes Projekt, dieses Ringgleisprojekt. Das ist ein Projekt, wo alle Bürger mitziehen. Und hatte dann im Rat und mit Unterstützung aller Fraktionen das Ringgleisprojekt mit dem Masterplan beschlossen. Und damit sollte der Ringgleisweg nicht nur im Norden und Westen, wo das Industriegleis gewesen ist, sondern eben rund um die Stadt geführt werden. Dazu gab es 2017 einen Dreijahresplan und ein Ausbauprogramm von 17 bis 19. Und Ende 2019 ist dann auch der vorläufige Ringschluss erfolgt. Und jetzt kann man auf einem Weg von gut 20 Kilometern eben um die Stadt herumwandern, herumlaufen, herumradfahren, was immer man möchte. Das Westbahnhofgelände ist 2014 bis 2016 durch europäische EFRE-Gelder saniert worden und ganz wesentlich und auch positiv umgestaltet worden. Ich nehme gerade mal einen Schluck. Und jetzt gibt es für die Menschen hier, die ja sehr weit von irgendwelchen Parks entfernt wurden. Es gab noch nicht den Westpark zur damaligen Zeit. Jetzt gibt es also hier den Westpark, Westbahnhofpark mit Basketball, mit Fußball, mit BMX-Radsport, mit Skaterflächen. Man kann klettern oder auch bouldern, je nachdem. Da gibt es zwei Firmen. Dann gibt es einen Trimm-dich-Pfad. Man muss also nicht zu Kieser, sondern kann sich hier an den Gräten auch stählen. Man kann Graffiti-Kunst machen
unter der Münchenstraße. Die Flächen sind frei, da kann jeder, wer Lust hat, Graffitis anbringen. Und das war unter der Ägide von The Bridge e.V. Man sieht hier das Emblem. Da gab es dann auch künstlerische Anleitungen. Da waren also auch Künstler dabei, die die Graffiti-Amateure anlehrten. Und da sind auch mal schöne Kunstwerke entstanden. Ja, dann können natürlich die Leute spazieren gehen, können ihre Hunde ausführen. Man kann sich hier treffen. Und zu irgendwas Schönem verabreden. Dann habe ich hier auch mal gesehen, eine Artistin, die ein Seil runtergelassen hat und hier Vertikalseilartistik macht. Dann gibt es Events, es gibt Flohmärkte. Wir haben hier auch mal Draisinenrennen veranstaltet. Das ist leider jetzt ein bisschen eingestellt, weil das war das Steckenpferd von Willi Meister. Der hat immer gerne diese Draisinenrennen gemacht. Und wir suchen jetzt eigentlich nach einem nächsten Event, wo vielleicht auch mal wieder so etwas stattfinden kann. Ja, der Ringgleisweg selbst, wie ich eben schon sagte, geht jetzt inzwischen ganz um die Stadt herum und ist etwas Einmaliges in Deutschland, dass eine Stadt in dieser Größe einen Freizeitweg, der weitgehend von Autos frei ist, rund um die Stadt hat. Es hat aber natürlich auch dazu geführt, dass hier am Westbahnhofgelände wieder Neuansiedlungen gekommen sind. Wir haben Neugründungen von Firmen. Die Firma Netzlink IT Campus hatte schon einen Standort woanders, an einer anderen Stadt, und hat jetzt aber hier den Hauptsitz an den Westbahnhof verlegt. Dann eben Westend, Kufa, wo wir drin sitzen. Dann Boulder und die Kletterhalle. Dann auch gastronomische Einrichtungen, Coney Island, das Café Spunk, das Café Tutschek und der Westbahnhof Grill. Und es gibt hier Aktivitäten, man kann Boule spielen, es gibt Flohmärkte, man kann Radeln, Spazieren, Sport und alles Mögliche. Und, das möchte ich zum Schluss noch erwähnen, dieses Gelände ist auch ein Freilichtmuseum. Und dazu sage ich jetzt noch ein paar Worte. Erstmal hier der IT-Campus von Netzlink nochmal im Bild. Dann Westend und die Kuferhalle mit dem alten Giebel, dem Giebel von, hier steht Kurt Knoblau, das war die Speditionsfirma, die die Speicherei von Brachvogel übernommen hatte, nachdem 1953 der Betrieb da geschlossen war. Und das ist ja die Halle, in der wir jetzt sitzen. Dann das schöne Kletterportal vom Boulderverein, dahinter die runde ehemalige Fliegerhalle, jetzt Kletterhalle von Nils Könekamp. Und dann die gastronomischen Angebote, die es hier gibt. Man hat hier Konzerte, man hat Tagungen, man hat Ausstellungen oder, was wir jetzt gerade machen, man kann hier Vorträge halten. Zu den Museen. Es gibt also drei Arten von musealen Sachen hier. Einmal das Industrieforum. Das Industrieforum besteht aus Metallcontainern, die in der Farbe der ehemaligen Güterwagen gehalten ist. Das soll also an die alten Güterwagen erinnern, die hier am Westbahnhof hin und her rangiert worden sind. In den Containern sind zum Teil Produkte, die hier am Westbahnhof produziert worden sind, hier eine Dosenverschlussmaschine eingebaut, sodass man die richtig anfassen und studieren kann. Es gibt Bilder, es gibt Schriften und Erklärungen zu den Industriebetrieben, die hier am Westbahnhof in der Nähe angesiedelt waren oder vielleicht auch jetzt noch in Betrieb sind. Hier nochmal ein anderes Beispiel. Das ist das erste zerlegbare Fahrrad, der Vorläufer des Klapprades. Das war in zwei Teile auseinanderzunehmen. Das Fahrrad Pfiff von den Pantherwerken. Dieses Exponat steht am Nordbahnhof seit etwa 2 Jahren. Und kann dort in Augenschein genommen werden. Hier ein Bild von einer der ersten Fahrten auf der Eisenbahn, wo der Lokführer und der Heizer noch außen standen. Alles zu sehen an den Industrieforum-Containern. Über das Industrieforum wird Florian Holig
der eine Teilhaber von der Architektengruppe Brederlau und Holig einen eigenen Vortrag halten. Dann das zweite Museum ist das Museum der Braunschweiger Zeitschiene, was wir vom Braunschweiger Forum aus betreuen. 1838 hat ja Herzog Wilhelm die Eisenbahn hier einführen lassen unter der Ägide von Philipp vom Amsberg, der sehr stark diese Eisenbahnansiedlung propagiert hat. Auf der Rückseite dieser Steine ist eine Informationstafel aufgeführt und dort sind so bis zu 15 Ereignisse, immer aus einem 10-Jahres-Zeitraum. An dem Stein von 1838 ist es der 10-Jahres-Zeitraum von 1838 bis 1847. Und diese einzelnen Ereignisse, die auf der Tafel aufgeführt sind, sind dann mit Texten hinterlegt. Auf der Hälfte der Tafeln sind hier an der Stelle schon QR-Codes aufgebracht worden. Dort kann man mit dem Mobilfon ins Internet gehen und sich zu jedem von diesen Ereignissen den Text auch anschauen, was da im Einzelnen passiert ist. Auf der Tafel ist zweitens aufgeführt hier unten eine Statistik der Einwohnerzahl. 1838 gab es in Braunschweig knapp 40.000 Einwohner und wie wir wissen, sind wir jetzt ungefähr bei 250.000 Einwohner. Die Industrie hat also die Stadt sich versechsfachen lassen in 150 Jahren, sagen wir von 1850 bis in die heutige Zeit. Dann gibt es noch hier diese kleine Schleife, das ist der Weg der Braunschweiger Zeitschiene, vom Westbahnhof angefangen bis zum Lokpark an der Borsigstraße stehen alle 300 Meter diese Dekadensteine. Dekadensteine wegen des 10-Jahres-Zeitraumes. Und der jeweilige Standort der Tafel wird hier mit so einem kleinen Punkt markiert. Das ist die Braunschweiger Zeitschiene. Dann der dritte Teil des Freilichtmuseums sind eben die Relikte, die man hier sehen kann. Einmal die große Teigrührmaschine von der Firma Beko, dann die große Fußgängerbrücke und auch hier wieder im Hintergrund die Drehscheibe und die Gleise. Man kann also Industrie- und Eisenbahngeschichte hier vor Ort hautnah erleben. Rundgang am Westbahnhof. Was bedeutet das? Am Braunschweiger Westbahnhof findet man Relikte der Stadt, Eisenbahn und Industriegeschichte auf Schritt und Tritt. Und was gibt es im Wilden Westen? Es gibt 700 Jahre Geschichte zum Anfassen. Ich bedanke mich bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören. Das war ein spannender Vortrag, oder? Finde ich auch. Ja, wir haben jetzt eine kleine Fragerunde an den Arndt Gutzeit. Ihr könnt ihn alles fragen, was zu diesem Vortrag dazugehört. Bitte, wer hat die erste Frage? Eine bitte, wenn ihr fragt, da vorne sind Mikrofone, geht bitte zum Mikrofon, damit wir das auch übertragen können. Es geht jetzt nochmal um den Anfang des Vortrages, um den Jödebrunnen. Ja. Die Frage wäre, wie ist das Wasser vom Jödebrunnen in die Stadt gekommen? Gefälle, gepumpt, ja. Getragen, wie auch immer. Also es gab keine Pumpen, sondern es gibt ein natürliches Gefälle. Man kann das auch nacherleben, wenn man zum Beispiel jetzt vom Westbahnhof runtergeht, die Sophienstraße, merkt man schon, dass das sehr stark herunterfällt und insgesamt haben wir ein Gefälle von ungefähr 7 Metern von hier vom Westbahnhofgelände bis zum Altstadtmarkt. Und diese Wasserleitungen wurden gepflegt und gehegt von den sogenannten Piepenbrüdern. Das war ein Gewerke, was die Aufgabe hatte, die Wasserversorgung der Stadt eben sicherzustellen. Einerseits durch die Brunnen außerhalb der Stadt, da gab es noch einen zweiten Jödebrunnen, etwa am Nussberg, der
zum Hagenmarkt geführt wurde. Und es gab noch in Riddagshausen einen dritten. Dann wurde die Wasserversorgung auch durch Brunnen in dem Stadtbereich auch sichergestellt. Und für alles waren die Piepenbrüder zuständig, denn diese Rohre mussten ein- bis zweimal im Jahr wirklich auch durchgesehen und wieder durchgespült werden, damit auch immer Wasser in die Stadt fließen konnte. Diese Wasserleitung war in etwa 1,40 Meter bis 1,70 Meter Tiefe verlegt, damit sie auch frostsicher die ganze Zeit funktionierte. Ja, danke Arndt. Wenn man zu dem Thema Jödebrunnen nochmal guckt, gab es noch andere Versorgungsstellen in der Stadt? Ja, es gab nach und nach eben auch Flusswasserwerke, die sogenannten Wasserkünste. Da hat ein Herr Tafelmarker sich verdient gemacht und hat Pumpwerke, die von Wasser getrieben waren und aus der Oker eben herauspumpte. Das Okerwasser war aber wesentlich stärker verschmutzt als jetzt dieses frische Quellwasser. Ich will nochmal auf den Namen Jödebrunnen eingehen. Jöde ist sowas, leitet sich von dem Wort Jugend ab. Und man kann auch sagen, es wäre ein Jungbrunnen, aber nicht in dem Sinne, dass man dort baden kann und mit fast 80 Jahren, wie ich es jetzt bin, dann wieder als Teenager herauskommt, sondern Jungbrunnen verstand man eigentlich nur in dem Begriff, dass dort junges, quellfrisches Wasser zutage trat, was absolut sauber war. Während das Wasser in einem Fluss, zumal da schon die Wolfenbüttler dran saßen und irgendwelche anderen Leute, eben schon einen gewissen Grad an Schmutzigkeit hatte. Tja, unser Oker kommt halt aus dem Harz, ne? Ja, und die Oker kommt aus dem Harz und da oben ist sie natürlich sauberer, aber je mehr Ansiedlungen sie passiert, desto mehr Belastungen hat sie. Man hat nachher 1865 ein Flusswasserwerk am Kennel geschaffen. Wenn Sie mal im Kennel sind, da gibt es ja zwei Teiche. Einmal den Teich, wo man auch drin schwimmen kann heute noch, und einen vorderen Teich neben dem Fuß- und Radweg, den es dort gibt. Da hat man also das Wasser von der Oker erstmal sich absetzen lassen und dann in dem zweiten Teich überführt, nochmal sich absetzen lassen und dann durch Filter gejagt und dem Pumpwerk am Steigenberger Hotel. Da steht ja der sogenannte Wasserturm oben mit dem Türmer. Und von dort aus hat man dann dieses Okerwasser in die Wasserleitungen ab 1865 transportiert. Und damit war dann auch das Ende eigentlich der Piepenleitung zum Altstadtmarkt. Da hat man das nachher abgebrochen. Ja, und das ist ja fast ein zweiter Vortrag wert, das Thema Wasser. Kommen wir bestimmt drauf zurück. Gibt es weitere Fragen aus dem Publikum? Keine? Gut, dass ich mir zwei Fragen aufgeschrieben habe. Ne? Also eine Frage ist hier, warum kam es zur Gründung der Braunschweigischen Landeseisenbahn, also der BLE? Wenn es doch schon die Braunschweigische Staatseisenbahn gab. Ja, ich hatte es vorhin schon kurz gestreift. 30 Jahre nach der Gründung der Staatseisenbahn war das Herzogtum Braunschweig so überschuldet, dass sie die Bahn eben verkaufen mussten. Und dann waren sie nicht mehr Herr der Planung. Und wenn sie neue Strecken auflegen wollten, dann haben die neuen Besitzer sich da nicht drum geschert. Man war also unselbstständig geworden. Dann war ja 1866, Sie erinnern sich sicher ganz genau, der Krieg von Preußen gegen Hannover. Und Hannover hatte nachher verloren und dann saßen die Preußen auch in Hannover. Ringsrum um das Herzogtum gab es nur noch preußische Bahnen. Und die hatten ganz andere Interessen als die Braunschweiger. Und deswegen hat man sich nochmal in den 1880er Jahren, 1884 genau, zusammengerauft und eine eigene neue Eisenbahngesellschaft gegründet, um die Industrieansiedlung in Braunschweig zu fördern. Und das ist ja auch sehr, sehr gut gelungen. Ja, letzte Chance, eine Frage aus dem Publikum. Da hinten kommt eine Frage. Kommt vor. Das ist tatsächlich noch eine Frage aus dem Live-Chat. Und zwar, wird die Quelle vom Jödebrunnen heute noch genutzt? Wird die Quelle vom Jödebrunnen heute noch genutzt? Die Quelle vom Jödebrunnen, die geht in den Schölkegraben, der eine ganze Zeit den Ringgleisweg begleitet bis etwa zur MIAG.
Und dort weiß ich jetzt nicht, wie es weitergeht, da ist er nicht mehr an Land. Aber Sie können den Schölkegraben entlang dem Ringgleisweg bis über die Hildesheimer Straße hinaus verfolgen. Immer wenn Sie nach Norden fahren, linke Hand. Also als Trinkwasserbrunnen wird die nicht genutzt. Aber er wird nicht mehr für Trinkwasser benutzt. Er wird eben, der füllt die Schölke mit Wasser, das heißt, die Quelle existiert noch. Mhm. Die Schölke geht dann in die Oker. Und auch der Blumenteich wird von diesem Wasser gespeist. Die Schölke geht weiter bis in die Oker. Genau. Mhm. Okay, danke. Gibt es noch Fragen aus dem Live-Chat? Da kommt noch eine Frage. Arndt, ich habe ein bisschen vermisst die ganzen Ziegeleien, die es hier gegeben hat. Die nächste war ja keine 200 Meter von hier. Und das ist ja in der vorindustrialisierten Zeit gewesen und das war ja für den ganzen Bereich hier sehr wichtig. Ja. Klaus, ich habe auch, du hast ganz recht, ich habe nichts über die Ziegeleien gesagt. Aber ich wollte eigentlich nur an zwei Beispielen etwas zeigen, was es hier an Industrie gab. Und ich konnte bei Weitem nicht alle Betriebe und Sachen erwähnen, die es hier am Ringgleisweg gab. Aber die Ziegeleien sind ganz wichtig, gerade hier auch für das Umfeld des Westbahnhofes. Und diese ganzen Wohnhäuser, die ich auch erwähnt habe, die damals entstanden sind, sind aus Ziegeln gebrannt, die hier aus diesen Tongruben herausgebracht worden sind. Ja, wenn es jetzt keine Fragen mehr gibt, dann würde ich jetzt einen Werbeblock anschließen. Das Thema Ziegeleien oder auch Leben im Umfeld oder was war denn die BLE oder wie ist es einzuordnen, wie Industriekultur im Braunschweiger Land aussah oder Schacht Konrad vom Erzbergwerk zum Endlager oder das Thema Büssing Energie Flugmotoren oder 125 Jahre elektrische, die wir in diesem Jahr ja auch begehen hier in Braunschweig, elektrische Eisenbahn, Straßenbahn in Braunschweig. Und auch die Eingliederung Braunschweig in der Zeit der Industrialisierung, das heißt, wie hat sich so Stadtentwicklung ergeben, werden wir in einem der nächsten Vorträge hier in diesem Saal hören können. Der nächste Vortrag wird am 11. Mai stattfinden. Da beginnen wir tatsächlich die Industriekultur aus unterschiedlichen Blickwinkeln, also nicht nur aus dem Blickwinkel des westlichen Ringgebietes, sondern aus dem Blickwinkel, wie hat sich das im gesamten Braunschweiger Land so ergeben. Und am 11. Mai werden wir das Thema Industriekultur im Braunschweiger Land mit Professor Biegel hier live erleben, dann aber schon um 18 Uhr. Und wir planen tatsächlich zwei Vorträge an einem Abend zu machen. Das heißt, der zweite Vortrag an dem Tag um 19.30 Uhr wird wahrscheinlich das Thema Braunschweiger Landeseisenbahnen sein. Und Professor Ime, sodass wir einen Doppelvortrag haben. Und so werden wir jeden zweiten Mittwoch im Monat bis September hin von 18 bis ungefähr 20.30 Uhr zwei Vorträge jeweils hier haben und uns das ganze Thema Industriekultur im Braunschweiger Land von verschiedenen Seiten aus beleuchten. Ich suche auch noch den einen oder anderen, der dazu noch was berichten möchte oder kann, einen Vortrag hier halten möchte. Ich habe noch zwei, drei Slots frei in diesem Doppelvortragsbereich und wir haben dann noch wirklich zwei Termine, 26. Oktober und 9. November, also spät im Jahr, wo wir noch gar keine Vorträge haben. Also auch jetzt gerade in das Land reingeguckt oder auch in YouTube, in den Chat reingeguckt oder in die Welt. Wer Interesse daran hat, zu dem Thema hier im Braunschweiger Raum etwas zu erzählen, so eine gute Stunde, kann sich bei mir gerne melden. Industriekultur@braunschweigischelandschaft.de ist meine E-Mail-Adresse. Einfach mich anschreiben. Bei Ihnen bedanke ich mich hier im Saal, bei Ihnen draußen in der Welt ebenso. Alle, die jetzt hier sind, haben den Vorteil, sich hier mit dem Kuferhaus noch im Kufercafé mit dem Referenten zu unterhalten. Alle anderen haben ja den Vorteil, den Vortrag auch im Netz weiter zu sehen und nochmal wiederholt auch sich den Vortrag anzuhören oder anzuschauen. Wenn die Folien ein bisschen zu schnell waren, im Netz kann man auf eine Pause-Taste drücken, dann kann man sich die Folie gut durchlesen. Vielen Dank und ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sein werden. Danke, tschüss. Danke.